Willkommen Leute, heute zeige ich euch Xur, genau, wo sich Xur befindet und ich werde euch ein bisschen etwas über die Sachen erklären, die er heute mal wieder verkauft. So, am Turm angekommen, läuft ihr mal sofort nach links, immer weiter geradeaus durch diesen schönen Tunnel hier, wo man auch den fegenden Roboter findet, da vorne, der jetzt gerade irgendwie nicht da ist. Einfach immer weiterlaufen am großen Tor rechts. Ja. So, dann lass uns mal schauen, was Xur, unser freundlicher Schwarzmarktverkäufer, denn heute so verkauft. Also, da haben wir auch schon den Normal Stuff, den er immer da hat. Kommen wir erstmal zu der Waffe. Der Unbefugte oder Unbefugte, eine Pistole, war früher wirklich sehr, sehr gut. Also, wer die nicht hat, sollte sie sich auf jeden Fall holen. Ist er auf jeden Fall immer noch gut. Schießt wirklich schnell. Dann Obsidians Wille mit unersättlich. Kills mit der Nova-Bombe reduzieren die Ablenkzeit der nächsten Nova-Bombe. Auch sehr gut. War wohl früher. War auf jeden Fall früher wirklich, wirklich OP. Ist jetzt auch sehr schön. Kann man sich holen. Dann geht's weiter mit Schwachkopfradar. Ja, was soll ich sagen? Das Radar bleibt aktiv. Das haben auch viele Primärwaffen auch schon mit den Perks. Schilde erholen sich sofort nach der Sphäre, nach Aufheben einer Sphäre. Erhöhte Supernige, sobald Lakaien der Dunkelheit ausgeschaltet werden, finde ich persönlich immer sehr gut. Intellekt und Stärke aus der Asche. Ich hab's schon. Ich weiß nicht. Ist, finde ich, nicht so gut. Aber das ist ja auch eher. Ich meine, wenn man im PvP keine Waffe hat, die diesen Perk hat, dass der Radar dort bleibt, denn das ist ziemlich, ziemlich wichtig, damit man die Lage immer im Blick hat, sollte sich das dann doch holen. Aber es gibt bessere Helme mit besseren Effekten, deswegen, naja. Dann Opferfäuste, gewährt explosiver Schalterhaufen, ist auch so ein extra Ding, auch nichts wirklich Großartiges, sehen aber sehr, sehr gut aus am Titan, finde ich sehr schön. Also, ran hier. Kostet auch nur 13 seltsame Münzen zum Glück. Die halt 17. Dann natürlich Vermächtnis in Gramm. Wer es braucht, der wird selig. Nein, ich brauche es nicht. Dann natürlich hier unsere Ornamente. Ich finde dieses Ornament zu Telesto wirklich, wirklich schön. Also wer genug Silberstaub hat, sollte sich das auf jeden Fall kaufen. Das ist wirklich nice. Und ja, der Normal Stuff. Und das war's heute auch schon mit Xur. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte lasst doch einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr seid. Ja gut, ich mache das jetzt jede Woche. Und tschüss.